Hey und herzlich willkommen zum Tesla-Stich-Podcast mit dem Falk. Und Simon. Yeah. Und wenn ihr das erste Mal einschaltet heute, dann fangt doch bei Folge 1 des Podcasts oder bei Folge 1 dieser Spielereihe an, denn ansonsten werdet ihr nicht so richtig verstehen, worum es hier eigentlich geht. Ich habe mir überlegt, wir müssen das öfters mal sagen, weil mein Podcast-Verhalten ist immer so, wenn ich einen neuen entdecke, höre ich mal kurz rein und ich höre in die gerade aktuelle Folge rein. Ja, ja, das stimmt. Und ich habe dann immer Angst, dass Leute bei uns mal einschalten und denken so, was reden die denn da? Zombies? Was? Tatsächlich, jetzt wo du es sagst, mir fällt was ein. Und zwar in den Shownotes habe ich einen Link gepackt, der dich zur Seite der aktuellen Episode führt. Also zu der Seite der Staffel. Nee, eben nicht. Ach so. Und die habe ich nur auf der Webseite. Also da gibt es ja, auf der Webseite haben wir einen kleinen Button, der sagt, weiß ich nicht, zeig alle Episoden dieses Spiels an. Und dann siehst du eine Liste. Und diesen Button könnte ich eigentlich noch in die Shownotes einbauen für Leute, die tatsächlich immer nur die aktuellste hören. Mhm. Und wenn dann da, weiß ich nicht, Hashtag 3 oder Hashtag 4 oder was, oder Raute, weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch? Raute, glaube ich, ne? Ist ja egal. Also Lattenzaun. Lattenzaun, genau. Dann können die, also mache ich mal, ist eine gute Idee. Es gibt tatsächlich für dieses Hashtag-Symbol sehr viele verschiedene Bezeichnungen. Das hatte der Tim Pritlove in der Freakshow, ist auch ein Podcast, hatte da mal drüber gesprochen und da haben sie die dann vorgetragen. Genau. Okay. Aber scheinbar gibt es alles, nur keinen ISO-Standard dafür. Genau. So, aber was es gibt ist ein Sam, der auf uns wartet, Falk. Er wartet jetzt schon 2 Wochen, er kann auch noch mal 5 Minuten warten. Es geht hier schließlich um ISO-Standards. Wo soll das noch alles hinführen, wenn wir da keinen ISO-Standard haben? In eine Zombie-Apokalypse offensichtlich. Möglicherweise. Wahrscheinlich hatten die keine ISO-Standards, genau. So, und der Sam, der ist auf jeden Fall von seinem Brother, Corey. Curry, ja. Curry, wo wir dachten, das wäre entweder ein Inder oder sein Hund. Ich habe den bei uns im Gewürzregal sogar. So sein Bruder. In der Küche steht er rum, ich sag's dir. Hat ihn auf jeden Fall in einen Bunker gebracht, ne? Echt? Oder nicht im Stadion? Nee. Echt nicht? Also, nee, da wollen wir hin, ne? Ach Gott, ich bin wirklich die ganzen Locations im Spiel. Ach. Wir wollten da hin und dann hat ja unser Bruder hat uns aufgegabelt, hat uns irgendwo hingebracht, wo auch immer. Und wir haben sofort angefangen zu spionieren, ja, wie man das als guter Bruder eben macht, ja. Und so ein Zelt oder sowas, ne? Zelt? Nee, wir sind in einem Büro. Ja, aber war das nicht in einem Zelt? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, nee. Nee, das war was Befestigtes. Naja, also auf jeden Fall war es ein Büro, da stand ein Computer und ein Aktenstapel. Und dann haben wir gesagt, na, gucke mal, was du so findest. Und dann haben wir nichts gefunden. Aber dann gab es noch diesen Schrank. Und in dem Schrank war ein Safe und in dem Safe waren nochmal Akten drin. Eieiei. So. Und zwar stand in diesen Akten drin, und jetzt wird es ganz verschwörungsmäßig ganz toll, und zwar, es wurden Menschen von hier, also in dem Bunker, ach doch, da sind die jetzt wieder im Bunker, genau, von hier in die Stadt gebracht, nur wenige Tage später. Genau, Menschen waren nämlich in dem Bunker, und dann wurden aus diesem Bunker, wo Sam ja auch am Anfang drin war, Menschen in die Stadt gebracht, obwohl ja, klar war, dass da Zombies sind, irgendwie. Ja. Echt? Okay, die Zusammenfassung klingt so, als hätte ich das Spiel noch nie gehört. Gespielt, aber. Na, aber darum geht's ja jetzt, das müssen wir herausfinden. Ja, das stimmt schon, aber ging's nicht auch darum, irgendwie, dass sie wussten, dass die ausgelöscht werden oder irgend sowas? Das ist unsere Interpretation, weil es soll ja einen Militärschlag geben. Genau, das meine ich, genau. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, warum bringst du Leute in die Stadt, wenn du eh planst, das Ding einzubalsamieren oder wie auch immer man sagt. Also Versuchspersonen so, okay. Genau, das haben wir uns überlegt. Das ist noch nicht klar. Bisher ist unser Bruder relativ koscher, könnte man sagen. Der hat halt ein paar Akten darum liegen, meine Güte. So, vielleicht wurden die Leute ja auch in Sicherheit gebracht, weil in der Stadt eine Rettungshubschraube gelandet ist. Kann ja alles sein.
Kannst du noch mal ein Stückchen höher scrollen? Nein. Nee, okay. Nee, dann machen wir so einfach das, weiter. Guck mal, ich mach das jetzt mal hier. So, für alle, die uns... Das, also nochmal, ja, das ist eine Spezialversion hier. Das hat nichts mit dem originalen Spiel zu tun in der Bedienbarkeit. Die ist natürlich dann wesentlich besser. Aber wenn ich hier in dieser Spezialversion das Mausrad richtig immer wieder drücke, dann sieht Falk gerade, dass dieser Bildschirm sich hier Pixelreihe für Pixelreihe nach oben schiebt, ja, und also das hochscrollen ist hier Daumensport. Ist eine Olympia-Aufgabe hier, ja, deswegen mache ich das auch nicht. So, aber wie gesagt, ne, das hat nichts mit dem richtigen Spiel zu tun. Wir haben nämlich netterweise von den Entwicklern eine Version bekommen, mit der wir die kleinen Zeitpausen, die das Spiel normalerweise hätte, überspringen können, damit wir das hier flüssig spielen können. Genau. Genau, ihr hättet dann eine Echtzeit-Wartepause von, weiß ich nicht, 15 Minuten, 20 Tagen, je nachdem, wie lange es eben dauert. So, aber jetzt kommen wir doch mal wieder zum Spiel zurück. Denn also der letzte Dialog war, dass wir gesagt haben, Sammy, pass auf dich auf. Mhm. Und dann hast du gesagt, Sam wird von Falk gesprochen. Ich lese vor. Klar, wir sind einfach schon zu weit gekommen, um jetzt etwas Unüberlegtes zu tun. Mhm. Wird das nicht groß geschrieben? Egal. Und los. Ich befinde mich jetzt in einem Labor. Oh, zumindest sieht es hier aus wie in einem. Warum ist der jetzt eigentlich plötzlich in einem Labor? Der war doch eben noch in einem Büro. Ich raff's auch nicht mehr, wirklich. Das ist wie so ein Point-and-Click-Adventure, nur ohne Grafik. Der springt von Location zu Location, ich raff's nicht mehr. Der ist wie ein Flummi, der Sam, weißt du? Einmal losgelassen. Wie ein Flummi in einem Point-and-Click-Adventure, ich sag's dir. Okay, ich habe jetzt mal gedrückt. Auf einem der Schreibtische liegen einige Unterlagen von einem gewissen S-Edge. Das klingt wie ein neues Smartphone. Das stimmt, ja. Zwischen einem Haufen handgeschriebenen Gekritzel befinden sich hier auch einige Patientenakten. Eieiei. Okay. Soll ich eine davon ansehen, vorlesen? Wir telefonieren doch gar nicht, Sam. Du kannst die gerne abfotografieren. Das stimmt, ist ja auch geil, ne? Wird jetzt aber nicht passieren, er wird wieder Text schreiben. Also wir haben jetzt die Option, interessiert mich nicht oder natürlich. Interessiert uns schon, oder? Also, ja. Das kann natürlich bedeuten, dass wir dadurch zu viel Zeit in dem Labor zubringen. Jemand kommt durch die Tür und er schießt uns von hinten. Cool. Na, vor allem, wenn Sam das einfach jetzt vorliest. Und also er legt das Handy auf den Tisch, wir können ihn aber nicht hören, ja. Und er liest es einfach vor. Das stimmt. Weil es halt einfach... Weil er Spaß dran hat, im Rezitieren. Das okay, wir sagen jetzt mal natürlich, ne? Nummer 512, oder 0512 wahrscheinlich. Männlich. Patient leidet an chronischer obstruktiver Bronchitis. Ach du liebe Zeit. Beginn der Aufzeichnung erfolgt zum Zeitpunkt des Erwachens. Was? Beginn der Aufzeichnung erfolgt zum Zeitpunkt? Erwachen. Also, er wacht auf und dann zeichnen sie irgendwas auf. Ja, wahrscheinlich mal Herztöne oder so. Nee, ich denke, der Notizenverlauf der Akte, oder? Also. Ja, gut, kann auch sein, ja. Aber es ist die Frage, ob Sam das schreibt oder ob er das noch vorliest, also in Anführungszeichen vorliest. Ja, und für mich fragt sich jetzt, ob das irgendwie so ein Klonprozess ist und ne, dann wacht der Klon auf und ab dann wird geguckt. Oder ob das hier, da war halt, weiß ich nicht, im Koma und dann, oder ist auf den Kopf gefallen und dann wieder aufgewacht und, ne? Wir sind bestimmt schlauer, wenn wir weiterklicken. Na, gucke mal an. 10:30 Uhr. Keine Auffälligkeiten in den ersten 30 Minuten. Lösen des TA22C. Validieren der vollständigen Erinnerung ohne Probleme. Was? Das klang jetzt wie ein Taschenrechner von früher, weißt du? Die Texas Instruments, das waren da auch TI 2593-3C5. Aber hier, warte mal, validieren der vollständigen Erinnerung ohne Probleme. Das klingt validieren? Ein bisschen wie, als würden sie mit dem Löschen vom Lang- und oder Kurzzeitgedächtnis experimentieren. Und vielleicht sind die Zombies nur aus Versehen daraus geworden. Weißt du? Okay, wird spannend. Weiter. Mhm. Ja, ich vielleicht auch nicht. Hängt sich weit aus dem Fenster. Ich habe gar keine Fenster offen. Test verläuft wie erwartet. 12:30 Uhr. Rötung der Augen.
Lösen des BN74D nicht mehr möglich. Keine weiteren Auffälligkeiten zu vermerken. Weißt du, das ist wie im Supermarkt, wenn es heißt, ja, die 43 bitte mal eine 25. Du, das sind aber lustige Codes. Und zwar, ich weiß nicht mehr, ist so ein Urban Myth, oder das hat mir mal ein Kumpel erzählt, der wiederum einen Kumpel hatte, der bei mal gearbeitet hat. Da hieß es mal irgendwann, dass, ich glaube bei Kaufhof, aber ich kriege die Zahl nicht mehr zusammen, irgendwie 355 oder sowas, keine Ahnung, irgendeine Zahl hieß, der Mitarbeiter war kacken oder einfach auf dem Klo. Also das hieß dann irgendwie so, Frau Schmidt 355, Frau Schmidt 355 und dann wussten halt alle, die da arbeiten, dass Frau Schmidt gerade ein Abseilen ist. Aber warum will man das denn wissen? Na, weil sie dann halt nicht an ihrem, weiß ich nicht, Sockenstand ist oder so. Es sind ja so, so Kaufhof oder Karstadt, das sind ja Riesenteile. Und jede Person hat halt irgendwie so eine Abteilung oder so ein Teil einer Abteilung und berät da halt Personen. Ja. Und wenn die halt gerade auf dem Klo ist, dann willst du das halt wissen, weil dann wahrscheinlich ein anderer Kollege kurzzeitig übernimmt. Aha. Und weil die wahrscheinlich nicht zu allen 10 Kollegen durch die ganze Bude rennt, machen die halt einen coolen Code draus. Und, einen coolen Code. Im wahrsten Sinn des Wortes. So, also die BN74D. Entschuldigung, zurück zum Spiel. Ist nicht mehr aufzulösen. Schade. Ist nicht mehr lösen. Keine Ahnung, was das sein soll. Irgendein Mittel oder was? Es ist fürchterlich auf jeden Fall. Ja. So, eine Stunde 13:30 Uhr, eine Stunde später, genau. Unplanmäßige Komplikationen bezüglich des Geisteszustands. 0512 reagiert äußerst aggressiv. Siehst du? Ich habe das Gefühl, dass das mit den Zombies nur aus Versehen passiert ist und nicht Absicht. Mhm. 14:51 Uhr, Beginn der Selbstverstümmelung. Oha! Abbruch um 15:05 Uhr. Mhm. Okay. Das war der letzte Eintrag dieser Akte und davon gibt es etliche. Naja. Mhm. Was zum Teufel treiben die hier? Untersuchen sie die Krankheit? Mhm. Moment, okay. Ich habe das Gefühl, sie erstellen die Krankheit, aber okay. Na gut, aber ich meine, ich finde seine Annahme gar nicht mal so schlecht, weil das könnte ja durchaus, also es kann ja durchaus so klingen, so ein bisschen klingen, wie, dass die eben da Tests machen mit dieser Krankheit. Ne? Mhm. Ja, mit dieser Krankheit klingt, als kenne er sie. Also es wäre sie bekannt, weißt du? Ja. Also seine Frage ist ja explizit, untersuchen sie die Krankheit? Ja. Weil eigentlich ist er voll planlos gewesen die ganze Zeit, ne? Er war die ganze Zeit so, ich weiß nicht, was hier passiert und die sind alle komisch und böse. Er wusste ja nicht mal, dass es noch ein außerhalb der Zombie-Area gibt, wo wir jetzt aktiv sind. Stimmt. Das ist ein bisschen komisch. Also wir können jetzt sagen, wieso nehmen sie nicht bereits Infizierte, als ob wir jetzt irgendwie schon wüssten, was da los ist. Oder wir können sagen, vielleicht erforschen sie ein Heilmittel. Okay, danach klang es jetzt auch nicht, oder? Also für mich, wie gesagt, der letzte Satz von Sam, beziehungsweise auch unsere beiden Fragen, klingen, als wüssten wir beide, worum es geht. Hm. Also, weißt du, also ich jetzt als Spieler des Spiels frage mich ja tatsächlich eher, was ich ja gerade sagte, dass es so klingt, als würden sie, weiß ich nicht, irgendein Nervengift oder einen Kampfstoff testen und dabei aus Versehen etwas gemacht, also erfunden zu haben und entwickelt zu haben, dass die Leute zu etwas, was sie da jetzt Zombies nennen, entwickeln lässt. Ne? Also ja, siehst du, es steht ja da, Beginn der Selbstzerstümmelung. Das heißt, vielleicht sehen sie nur so beschissen aus, wie so ein Zombie halt aussieht, weil sie sich halt selbst verstümmeln. Aber dann würden sie sich ja selbst zerfetzen und kein Problem mehr darstellen. Ja, vielleicht auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und du weißt ja, Videospiele, bla bla bla, an einem bestimmten Punkt ist sowieso ein bisschen Märchenwiese. Aber dann fällt ihnen auf, ach, das ist, tut ja weh. Also ich finde jetzt gerade die Möglichkeiten von dem, was wir sagen können, irgendwie so ein bisschen komisch. Aber also ich würde jetzt zum Beispiel fragen, wieso nehmen sie nicht bereits Infizierte? Einfach, weil ich als Spieler daran interessiert bin, da irgendwie vielleicht eine gewisse Reaktion von Sam zu triggern irgendwie. Hm. Also zu, weißt du, was ich meine? Ich könnte mir allerdings auch, also ich finde, noch passt das alles theoretisch auch zu einer Heilmittelprobe. Und zwar steht da oben ja, lösendes Blablabla ist nicht mehr möglich, ohne Valdieren der vollständigen Erinnerung ohne Probleme, genau. Also es könnte ja auch sein, dass sich die Männchen in Zombies verwandeln und sie versuchen jetzt gerade, das wieder rückwirkend zu machen. Und dann sind sie erstmal froh, ach cool, schön, Erinnerungen sind wieder hergestellt, alles supi. Und dann merken sie aber so, blöd, funktioniert doch nicht. Also es könnte in beide Richtungen gehen, finde ich. Ja, ich würde, wenn dann die Frage, wieso nehmen sie
Infizierte, nicht so als, weil es mich interessiert, die Antwort, sondern weil ich erhoffe, dadurch eine gewisse Antwort zu forcen, wie sagt man auf Deutsch? Erzwingen. Ja, und aber tatsächlich ist das ein guter Hinweis, denn in dieser Frage steckt ja schon drin, dass sie offensichtlich einen Mensch nehmen, der gar nicht krank ist. Ja, genau. Und wenn das der Fall ist, dann wäre es ja wirklich ein Test mit dem Kampfstoff. Das wurde ja von da oben nicht ganz... Genau, das sind zwei explizit unterschiedliche Annahmen, ne, in der Frage. Ja, das eine sagt, er ist krank, vielleicht wollen sie ihn heilen. Und links heißt es, Na gut, also dann nehmen wir jetzt, wieso nehmen sie nicht bereits Infizierte? Mal gucken, was Sam dann sagt, ne? Ja, würde ich machen. Okay. Okay, also wir haben jetzt gefragt, wieso nehmen sie nicht bereits Infizierte? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ja, okay. Wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Ich suche weiter und melde mich dann wieder bei dir. Okay, Sam ist abwesend für 10 Minuten. Aber ich finde, es könnte immer noch sein, dass sie wirklich nur versuchen, ein Heilmittel zu finden und die Leute zurückzuverwandeln. Weil aus dem Bericht da oben bin ich mir nicht sicher, ob da hervorging, dass das ein gesunder Mensch war, der noch gar nicht infiziert war. Ja, okay, aber dann erwarte ich aber irgendwie, dass mir das Spiel noch beibringt, warum diese Krankheit überhaupt ausbrach, bevor das Spiel mir als Story erzählt, wie sie es heilen. Weiß ich mal? Ja, gut, klar. Ja. Deshalb erwarte ich eigentlich das Gegenteil. Deshalb erwarte ich nämlich, dass sie eigentlich nicht eine Heilung suchen, sondern beim Experimentieren von XY Sachen aus Versehen Zombies erstellt haben. Ja, das wäre mal gucken, wer von uns beiden recht hat. Ja, es wäre halt vor allem nicht so eine sonderlich kreative Story, weil das ist das halt mit dem Heilen? Nee, das aus Versehen was schiefgegangen ist und dann sind Zombies entstanden. Das ist so ungefähr jede Zombie-Geschichte. Also. Ja, ich gucke so wenig Zombie-Filme und spiele relativ wenig Zombie-Spiele. Also, weiß ich nicht, ist das so, ja? Keine Ahnung. Also das letzte Zombie-Spiel, das ich gespielt habe, war The Last of Us. Und da muss ich echt zugeben, weiß ich nicht mehr, wie es passiert ist. Na gut, gucken wir mal weiter. Ich glaube, es war ein Pilz oder sowas, glaube ich. So eine Art Pilz, der die Leute befallen hat. Fand ich mal was anderes. Aber gut. Warte mal, du hast jetzt geklickt. Ich suche weiter, melde mich bei dir. Okay, hier. Ich bin in einem wirklich seltsamen Raum gelandet. Hier befinden sich unglaublich viele Bildschirme. Spielentwickler? Nee. sieht so aus, als würden sie die Überwachungskameras dieser Anlage abbilden. Warum kann der da eigentlich einfach so rumlatschen? Ich frage mich auch, ja. In so wichtige, zentrale, Zimmer dieser Anlage. Das ist ja... also echt, ja. So, was zeigen die Bildschirme oder was befindet sich noch im Raum? Bei der zweiten Frage sagt er dann, ein Wachmann, und der nimmt mich gerade fest. Ich würde auch das erste fragen, die Bildschirme. Ja, genau, mal gucken. Mehr als ich auf den ersten Blick erfassen kann. Was? Mann, ey. Korridore, Laborräume, Ein- und Ausgänge. Wie verdammt groß ist diese Anlage eigentlich? Und einen Bildschirm, welcher viel größer ist als alle anderen. Der hat sogar Ton. Dieser hat sogar Ton. Das hilft uns nicht weiter, oder? Siehst du irgendwo deinen Bruder? Hä? Nichts davon würde ich wirklich fragen wollen, aber okay. Das hilft uns nicht weiter. Ich würde zur zweiten Antwort tendieren, einfach damit er nochmal einen genaueren Blick auf die Bildschirme. Also die Aussage macht halt keinen Sinn. Das hilft uns nicht weiter. Wieso nicht? Ja. Also, hä? Ja, okay. Okay, also siehst du irgendwo deinen Bruder? Nein. Oh, okay. Klare Antwort. Die Anzahl der Bildschirme ist viel zu gewaltig, als dass ich einen Menschen hier den Überblick behalten, als dass ein Mensch hier den Überblick behalten könnte. So. Ach komm, wie viel sind das denn schon? 20, 30? Tja, er sagt's uns ja nicht, er kann ja nicht mal schätzen. Ich bin mir sicher, dass das Videomaterial aufgezeichnet und in den Schränken, die sich hier befinden, aufbewahrt wird. Und das ist dann weniger unübersichtlich, oder? Auf VHS bestimmt. Oh ja, aber für was? Fragezeichen, oder? Du solltest dir die Schränke ansehen. Warum denn? Es heißt übrigens, aber wofür? Aber ist egal. Aber für was könnte steht da? Man... Aber wofür heißt es, also korrektes Deutsch. Ja, schön. Ich sag's nur. Du hast den falschen Weg in deine Karriere eingenommen. Du musst ja auch was lernen. Vielleicht habe ich auch Unrecht, bin ja kein Deutschlehrer, aber irgendwie klingt für was klingt ein bisschen scheiße. Aber kann mich irren. So oder so finde ich irgendwie, du solltest dir die Schränke ansehen, ein bisschen komisch, weil
das ist ja ein unglaublich riesiger Haufen Material, der dort zu finden sein würde. Das Einzige, was Sinn machen würde, wäre, wenn dort so ein Band liegt, beschriftet mit hochsensible Informationen. Nicht einfach so angucken. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du so extrem viel Videoaufnahmen hast, dann wirst du sie schon beschriften, oder? Na gut, dann gucken wir mal rein, oder? Also, heißt nicht, dass da was Sinnvolles bei rauskommt, jetzt, aber der wird wahrscheinlich im Notfall sagen, oh, hier sind so viele Schränke, welchen soll ich aufmachen? Genau. Dann steckt ein Zombie dahinter und wir sterben. Aber ein Schrank ist viel größer als alle anderen. So, also machen wir mal weiter. Du solltest dir die Schränke ansehen, ja? Ja, jetzt hast du geklickt. Jetzt wollte ich noch fragen, oder nicht? Aber ja, okay. Okay, so, jetzt gucken wir mal, was er sagt, der Sam. Ja, wie ich mir gedacht habe, hier werden die aufzeichnenden Kameras aufbewahrt. Alle sind mit dem Datum der Aufnahme versehen. Mhm. Was? Einige der Aufnahmen sind über 15 Jahre alt. Oh, ha. Mhm. Die solltest du dir ansehen, oder? Das geht ganz schön weit zurück. Ja, die will ich jetzt aber auch mal angucken, was da drauf ist. Ja, würde ich auch fast sagen, ja. Ja. Vielleicht sehen wir da den Krankheitserreger oder was es auch immer war, im Entstehen. Meinst du 15 Jahre? Das wäre aber... Das hätte lang gedauert, ne? Die Inkubationsphase Zeit, ne? Oder was? Ja. Ah nee, Inkubationsphase ist was anderes. Egal. Oh, jetzt, hier, pass auf. Er sagt warte was. Mal, einer der Bildschirme, ... Düt. Hier werden einige dieser Monster gehalten. Mindestens 20 der Bildschirme zeigen, naja, Käfige. Mhm. Sicher für Forschungszwecke, könnten wir jetzt sagen, oder ganz schön makaber. Das ist doch Käse. Würdest du das jetzt gerade schreiben? Na, ich würde, also das mit den Forschungszwecken finde ich eine Annahme, die durchaus zutreffen kann. Ja, aber das würdest du ihm doch jetzt in dem Moment nicht schreiben. Jemand, also ich muss mich halt ständig in diese Situation versetzen. Jemand schreibt dir, Alter, ich habe gerade Käfigen mit dem so, ne? Und dann sagst du, ach, mach dir keinen Kopf. Das ist sicherlich für Forschungszwecke, während wir schon dreimal gestorben sind fast. Also in den letzten Tagen. Weißt du, ich meine? Also ich würde doch sowas... Aber ich meine, es ist ja für Forschungszwecke wahrscheinlich. Also warum sollten die sonst behalten? Ja, bestimmt nicht, weil sie so hübsch sind. Aber das ist doch nichts, was ich schreibe. Das denke ich mir. Das wird er sich auch denken. Was wirst du denn jetzt schreiben? Jetzt gib mir doch mal einen schönen Vorschlag. Okay, mal ganz ehrlich, wenn er sagt, er sieht auf einem Bildschirm so Käfige. Ja. Tatsächlich, ja, spontan wüsste ich jetzt nicht, was ich schreiben soll. Aber ich würde mich halt interessieren, was er darauf sieht. Also sind da noch Leute drin in den Käfigen zum Beispiel? Das würde mich als erstes interessieren und nicht das, auch ganz schön makaber oder ja, aber das sicher für Forschungszwecke. Auch. Hier werden einige dieser Monster gehalten. Ja, okay, dann würde ich halt, okay, guter Punkt. Dann würde ich wahrscheinlich einfach fragen, was machen sie gerade? Sitzen sie da oder versuchen sie ja, so? Ja, gut, okay, ja, stimmt. Ja, wackeln die da ganz brutal aber dran oder was gesagt, ist das? Keine ist, dieser beiden Aussagen ist irgendwie, also bringt dich jetzt in der Situation, wenn es kein Spiel wäre, irgendwie weiter. Ja, es ist vor allem auch keine Frage, ne? Aber genau, es sind halt nur Aussagen, die... Aber okay, ich rante jetzt mittlerweile. Also ich würde sagen, sicher für Forschungszwecke, weil das, also ganz schön makabre macht ja gar keinen Sinn, ne? Finde ich auch, ja. Es tut mir schon leid, ich rante jetzt bei jeder Fragestellung, die wir hier klicken dürfen. Ich versuche es zu minimieren. Das kann gut sein. Also du hast gesagt, sicher für Forschungszwecke. Das kann gut sein. Ziemlich krank, der Anblick. Eigentlich sollte mich langsam wirklich nichts mehr schockieren. Ja, guter Punkt, Sam. Zumal diese Monsterchen, also in was willst du sie sonst halten? Willst du die frei rumlaufen lassen oder was? Im Bällebad? Also. Das stimmt. Von daher weiß ich nicht, warum ihn das jetzt so mega schockiert irgendwie. Ja, ne, ist irgendwie das andere, vorher hat ihn auch alles nicht schockiert. Naja. Hätte ich das mal nicht gesagt, weißt du, was die Bildschirme noch zeigen? Oh, jetzt geht's los. Mein Bruder. Nee, Quatsch. Die Stadt. Oh, aha. Mhm. So, jetzt können wir sagen, ich verstehe das nicht. Oder langsam formt sich ein Bild. Okay, dann das nehmen wir, oder? Oder? Aber... Formt sich das? Naja. Ja, nee, klar, macht schon Sinn, natürlich. Die Stadt ist ein Testobjekt, offensichtlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? Macht schon Sinn, okay. Mhm. Was? Ah. Wirklich? Für mich nämlich überhaupt nicht. Ja, siehst du, er ist so dumm wie ich. Was zum Teufel? Hier ist gerade Alarm ausgebrochen. Ja, wahrscheinlich, weil du die ganze Zeit da rumschnüffelst. Was ein Trottel. Oh nein, der Alarm ist meinetwegen. Sie haben mich entdeckt. Ja. Aber warum eigentlich? Also der stand ja nur in dem Raum rum, der hat ja noch nichts gemacht, soweit, oder? Das stimmt.
Vielleicht ist er durch irgendeine Lichtschranke durchgelaufen oder was? Hm. Und die reagiert 5 Minuten, nachdem er dann, oder naja, was? Ja, also, leiser Alarm vielleicht, man weiß ja nicht. Also wir können jetzt sagen, dass der Alarm auch andere Gründe haben könnte, würde ich jetzt tatsächlich sagen, irgendwie. Oder wir können sagen, das was? Das zweite gefällt jetzt? Mir. Nee, was jetzt? ach so, meinst du, das ist so, was jetzt? Naja. Okay. Also, oder? Also ich weiß nicht, was es bedeuten soll in der Situation, aber ich finde es einen lustigen Spruch. Ja, was nu? Ja, finde ich gut. Also, weil ich, also er soll sich halt mal gucken. Also mal, weiß ich, in so einem Schrank verstecken oder so oder unterm Tisch verkriechen oder weiß ich nicht, alle Rechner updaten. Ich weiß es nicht. Man soll sich irgendwas aussuchen. Ja, okay. Oder? Also ich meine, der Alarm könnte auch andere Gründe haben. Wenn wir das sagen, dann weiß ich doch gleich, dass wir die nächste Runde tot sind. Also ich würde sagen, was jetzt? Vielleicht gut, sagt er, hey, ich sehe hier ein, weiß ich nicht, eine Tür oder ist. Er antwortet, ich weiß es nicht. Mhm. Simon, das wird die letzte Folge sein dieses Spiels. Dank dieser verdammten Durchsage wird es nicht lange dauern, bis ich hier Besuch bekomme. Was denn für eine Durchsage? Ich dachte, das ist nur Alarm. Was hat die Durchsage denn gesagt? So, wie konnte das passieren? Oder dann tu etwas. Wie konnte es passieren? Nee, Fragen stellen können wir später. Jetzt tu was. Ja, dann tu was. Oder? Komm, Sam. Das sagst du so einfach. Ich muss ja hier die ganze Zeit tippen. Denkt er sich gerade. Moment, mein Bruder, ich kann ihn nur auf einem der Bildschirme sehen. Mhm. Plötzlich geht's also doch. Weißt du, vorhin rummosern und dann zack, zack. Er ist bei den Käfigen. Er lässt die Monster frei. Ah, okay. Das sind wie gezüchtete Delfine, nur halt als Monster. Ich sag's dir. Was? Ja. Sollte das etwa helfen, können wir jetzt fragen? Oder das könnte von dir ablenken? Ja, vielleicht, hey, warte mal, vielleicht ist der Alarm ja auch wegen ihm. Also wegen dem Bruder und nicht wegen Sam. Mhm. Also. Warte mal, hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge. Kamen wir mit dem Bruder? Ja, ne? Ja, klar, ja, der hat uns ja hergebracht. Genau, vielleicht ist wirklich, vielleicht könnte das ablenken, vielleicht macht der Bruder das absichtlich, weil er weiß, der Einzige, der es auslösen könnte gerade, ist bist du und weiß nicht, vielleicht macht er es absichtlich. Okay, wir sind hier in einer Also ich würde es auf jeden Fall sagen, das könnte von dir ablenken, weil egal warum der Bruder das macht, es könnte wirklich dazu führen, dass es ablenkt. Das stimmt. Und uns ein bisschen Zeit Ja gut, machen wir das. Kaufen. Das tut es tatsächlich, sagt er. Hm? Das ist das absolute Chaos. Er weiß natürlich, dass ich die unautorisierte Person bin. Siehst du? Er sieht direkt in eine der Kameras. Ich glaube, er will mir etwas sagen. Also. Siehst du, ich habe das Spiel geknackt. Ja, aber ehrlich, also, weißt du, eben sagt Sam noch, das ist unmöglich, diese Millionen an Bildschirmen zu überblicken. Dann checkt er sofort, dass sein Bruder da irgendwie rumläuft. Und jetzt weiß auch noch der Bruder, dass Sam gerade genau auf den 1.000.000. und einen Bildschirm guckt. Ja, klar. Wie zum Teufel bekomme ich diese Kamera vor den Hauptbildschirm? Beeil dich, können wir sagen. Oder er will sicher, dass du fliehst. Aber was macht denn, ich verstehe seine Frage nicht. Wie zum Teufel bekomme ich diese Kamera auf den Hauptbildschirm? Den kleinen Bildschirm will er hochswipen auf den großen. Der hat doch gesagt, dass da ein Bildschirm, der ganz großes ist, ja, schon damit klar. Damit er dann die Lippen lesen kann von seinem Bruder. Ach so, weil er wahrscheinlich, das, ne? Echt? Okay, das ist der Grund, okay. Ja, wahrscheinlich. Jetzt können wir sagen, beeil dich oder er will sicher, dass du fliehst. Okay, das ist jetzt aber eine wirklich wichtige Entscheidung, die wir, glaube ich, hier treffen. Mhm. Wetten wir darauf, dass er das schafft und sagen, beeil dich? Oder sagen wir, guck nicht hin und flieh? Der Bruder wird sicherlich nicht sagen, bleib im Büro. Oder? Das wäre wahrscheinlich nicht das, was der Bruder ihm jetzt sagt. Oder? Ja, aber er könnte auch sagen, renn nach Osten und wir haben nachher die Auswahl aus 4 Himmelsrichtungen. Ja, dann machen wir jetzt beeil dich. Würde ich nämlich auch fast sagen. Ja, dann machen wir jetzt beeil dich, weil er sich beeilen soll. Mhm. Okay, also, beeil dich. Also, ja, beeil dich, ja, ist natürlich schon relativ. Und wir hätten sagen sollen, und hör auf zu tippen, sondern mach halt was. Und er schreibt jetzt aber, Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 oh, Mann, ja, für die Punkt hat er noch Zeit. Auf einem der Bildschirme, da ist eines der Monster, das genauso aussieht wie ich. Was? Und das kann er so gut erkennen, oder was? Also erstens mal, warum erkennt er das überhaupt? Er hat Probleme, seinen Bruder ordentlich zu erkennen, was er von ihm will. Auf der anderen Seite erkennt er ein Monster ohne Probleme, dass es genauso aussieht wie ich so. Und außerdem,
das Monster sieht doch voll scheiße aus. Warum sieht das denn so aus wie er? Vielleicht hat er sich genau darin wiedererkannt. Oder ist er besonders hässlich? Okay, interessant. Was redest du da, können wir jetzt sagen? Oder du meinst, es sieht dir ähnlich? Ja, das hat er ja gerade gesagt. Ich wollte gerade sagen. Jetzt sind wir doof. Ja, was redest du da, oder? Ja, mach mal das. So. Es steht in einem der Gänge bei den anderen Monstern. Mhm. Es geht gerade auf einen Soldaten los, reißt ihn zu Boden, zerfleischt ihn. Ja, okay, wir können sagen, das ist nicht möglich oder du musst dich auf deinen Bruder konzentrieren. Das machen wir, oder? Meine Güte. Ich glaube, ich will ihn verstehen. Aber hier, da war ich doch vorhin gar nicht mal so schlecht mit meiner Klonen. Das hätte ich vorlesen müssen. Geschichte, was? Ach so, ja, sorry, aber ich wollte noch schnell sagen, wegen der Klon-Geschichte vorhin, ne? Ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, ein Lob auszusprechen. Simon, du kriegst das goldene Textlastig-Sternchen in Aspik. Sehr gut. So, also, dann lese er jetzt nochmal den Satz, den ich auch schon vorgelesen habe. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Uiuiui. Also, ich zitiere Sam, ne? Reiß dich zusammen oder das befürchte ich auch. Hier, komm, reiß dich zusammen. Also, ja, echt mal. Ja, du hast recht. Ich muss meinen Bruder auf den Hauptbildschirm bekommen. Okay. So, jetzt ist er ein Minütchen weg und steckt ein paar Kabel um, nehme ich an, oder so. Was man halt so macht an modernen Betriebssystemen, ne? Wenn man was machen will, muss man halt dahinter ein paar Kabel rumstecken. Ja, weiß man ja, klar. Hatte keiner gesagt, dass es modern hier ist. Mal den ganzen Tag an der Arbeit. So. Ich habe es geschafft. Ich kann ihn jetzt hören. Ach, hören will er ihn. Okay, ich dachte Lippen lesen. Alles klar, okay. Er sagt, dass es ihm leid tut. Ach stimmt, vorhin hieß es, dass einer sogar Sound hat, glaube ich, ne? Wusste ich jetzt, ja, so schnell habe ich nicht geschalten, dass das der Große ist, aber kann man sich wahrscheinlich auch denken, wenn man mehr als eine Mikrosekunde zum Nachdenken hat. Er sagt, dass es ihm leid tut. Was denn? Dass das alles nie hätte passieren sollen. Er wollte mich schützen. Simon, wir sind im Arsch. Wieso wir? Er? Ah nee, genau, Sam. Tschüss. Ich hätte nicht zurück in den Bunker gekonnt. Nicht nach allem, was ich gesehen habe. Der will uns umbringen, der Bruder. Ach so. Was? Scheiße, nein, also wäre doch nein. Die richtige. Nein. Ja, was sondern? Der Bruder wollte ihn doch wahrscheinlich beschützen. Und hat, weil im Bunker wäre er nicht sicher gewesen, oder? Hä? Na, der Bruder sagt doch, dass es ihm leid tut. Wieso? Na, gerade in dem Bunker wäre er sicher gewesen. Sam sagt ja von sich selbst, ich hätte, Anmerkung der Redaktion, als Aussage des Bruders, nicht zurück in den Bunker gekonnt. Ja. Nicht nach allem, was ich, in Klammern Sam, gesehen habe. Genau. Ja, also meint der Bruder, Sam hätte zu viel gesehen und müsse deshalb sterben, weil er dürfte nicht zurück in den Bunker, in Klammern, wo er sicher wäre, wahrscheinlich vor dem Angriff der Stadt. Zu sterben. Ja, oder? Also er macht halt, ich glaube nämlich, dass es nicht eine Ablenkung sein soll, sondern Ja, aber dann hätte er die da einfach erschießen können oder so. Ich meine, der Bruder ist jetzt gerade im Bunker. Also warum musst du da die Monster? Also wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, dich dann einfach umzubringen, statt die Monster freizulassen. Ja. Wir können jetzt fragen, was geschieht da oder ich verstehe nicht. Dann ist der Satz trotzdem komisch. Wollen wir jetzt mal sagen, ich verstehe nicht? Weil wir verstehen es ja. Ja, wir verstehen es wirklich nicht, ja, okay. Ja, also komm. Die perfekten Duplikate, revolutionär für Medizin und Militär. Oh nee, nicht so ein Ding, oder? Jetzt ist ihm aber alles plötzlich sehr klar geworden. Eben hat er doch noch gesagt, er checkt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, gerade waren wir die checken. Naja, egal. Naja. Diese Zone war der finale Testlauf. Okay. Die Originalen weggesperrt und ersetzt, ausgetauscht durch perfekte Produkte. Was? Hä? Verstehe nicht. Doch es geschah ganz anders. Einige der Duplikate verwandeln sich, verändern sich. Veränderten sich. Verwandelten sich, veränderten sich. Aha. Okay. Aber, okay, ja, machen wir weiter. Ach so, hier. Dann war Anna auch ein Duplikat, Fragezeichen, oder, aber warum? Ja, ist das, okay, also, aber jetzt mal, also, ist das so ein,
wir haben noch so ein Original im Keller und wenn deren Ohr abfällt, können wir auf seinem Rücken, können wir auf dem Rücken des Originals so ein Ohr wachsen lassen und die wieder anschrauben oder so, verstehe ich das jetzt richtig? Das ist eine gute Frage, weil ich bin mir nicht gerade sicher, einen perfekten Klon zu erzeugen, ist sicherlich medizinisch interessant. Aber fürs Militär ist doch eigentlich nur wichtig, dass du irgendwen da hast. Also ob der jetzt genauso aussieht wie das Original oder nicht, ja, who cares? Hauptsache er kann schießen. Genau, also hier steht jetzt, die Originalen weggesperrt und ersetzt. Und jetzt kommt das Wichtige, ausgetauscht durch perfekte Produkte. Also ja. Bist du genetisch verändert, um was? Also wie so eine Kartoffel, die... Was? Nee. Besser Pestizide und mit weniger Wasser auskommt, oder was? Nee, wieso denn? Guck mal, ich nehme dich, mache einen Klon und steck dich in den Keller. Und der Klon rennt draußen weiter rum. Ja, ja. Aber deshalb steht er da. Und ersetzt. Ausgetauscht durch perfekte Produkte. Also, ja. Also das perfekte Produkt bist ja dann du. Und dann ich erwarte damit, dass der Klon verändert wurde. Weil perfekt. Weil ansonsten hätten sie dich ja auch nicht klonen brauchen. Na doch, weil, guck mal, stell dir vor, du kannst jemanden klonen, ja, und du willst testen, ob das funktioniert, ja, dann nehme ich dich doch zum Beispiel, stecke dich in dein normales Umfeld halt, ne, zu Hause und Arbeit und sowas und guck mal an, ob den Leuten auffällt, dass du das gar nicht bist, sondern ein Klon und du bist währenddessen im Keller. Aber was, also die können aber, doch, okay. Die können ja nur ein paar Leute in dieser Stadt ausgetauscht haben. Okay, verstehe ich, dann, wenn das... die Definition von das perfekte Produkt in seinem Satz ist, dann verstehe ich nicht, warum er es überhaupt machen will. Das werden wir jetzt wahrscheinlich oder gleich rausfinden. Oder wir sollten klicken, genau, und das rausfinden. Ja, okay. Also, dann war auch ein Duplikat oder warum? Können wir fragen. Ja, warum? Das andere ergibt sich dann ja, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Er ruft, dass die Eliminierung und Deportation aller Kopien aus der Zone alles vertuschen wird. Wie, warte, was? Er ruft, dass die Eliminierung? Also okay. Sie töten dann halt alle in der Stadt. Das ist ja... Nein, aber nur die Kopien. Und dann ist ja alles easy, oder? Ich meine, die Kopien braucht keiner, oder? Weiß ich nicht. Und da du eine Kopie bist, ist es doof. Ja, aber wir sind ja nicht die Kopie. Wir sind das Original, oder? Die Originale wurden ja weggesperrt. Das ist ja das Ding. Das ist ja das, was ich meinte. Da oben steht, die Originalen weggesperrt und ersetzt. Ja. Das heißt, der Zombie, der so aussieht wie du da unten, der sich nämlich wie im nächsten Satz, doch es geschah ganz anders, einige der Duplikate verwandelten sich. Ja, aber die Duplikate verwandelten sich. Duplikate haben sich verändert. Das heißt, bist du doch das Original. Okay. Oh Gott. Und warum sind wir denn jetzt draußen und nicht im Keller? Das ist ein bisschen komisch. Deshalb war ich jetzt, aber okay. Das sind übrigens auch Fragen, die sich irgendwelche Nerds stellen, die eigentlich nur zocken wollen. Oh Gott, das Spiel ist wirklich kompliziert. Erst diese ganzen Locations und jetzt das. Okay. Also, hier, jetzt geht's weiter. Also, darf ich den vorigen auch nochmal vorlesen? Einfach bloß, weil wir ständig unterbrechen. Okay. Also, er ruft, dass die Eliminierung und Deportation aller Kopien aus der Zone alles vertuschen wird. Ja. Und jetzt das Neue. Die Originale aus dem Bunker werden danach einfach zurückkehren und alles wird so, wie es vorher war. Ah, okay, also die Originale waren in Anführungszeichen sicher im Bunker verwahrt. Mhm. Und da bist du dann mit ihr weg. Und das beantwortet die Frage, also war Anna, da sie auch im Bunker war, nicht, also auch ein Original. Kein Duplikat. Richtig? Sie hieß ja, sie kam aus dem Bunker. Nee. Ja, oder? Aber die war doch am Anfang so krank und hat rumgeschrien. Vielleicht war sie also die Kopie und die Originale ist noch da. Okay. Weil sie hat sich dann in der Zeit zurückverwandelt. Aber stimmt, sie hat sich ja verwandelt. Stimmt. Aber hier mal eine andere Sache, ja. Ich finde den Plan gut, soweit, ja. Also alles schön draußen wegmachen. Man fragt sich, wo alles herzieht, ne? Also wo Sam das sagt doch jetzt sein Bruder, die ihm genannt hat, über Lautsprecher. So, der Punkt ist doch jetzt, diese ganzen Leute, die da im Keller hocken, die wären doch sicherlich nicht, du kannst doch nicht zu denen gehen und sagst, hey Leute, hallo, wie geht's euch? Ich mache jetzt mal die Käfige wieder auf, alles cool, Leute, alles Zucker. Pass auf, ihr könnt jetzt wieder nach draußen gehen, wundert euch nicht, ein bisschen dreckig, es stinkt ein bisschen, aber macht ab jetzt einfach alles so weiter wie vorher, alles cool, ne? So, hier hat noch jemand, jeder ein Happy Meal und dann geht's ab nach oben, weißt du? Also, wie stellen die sich das denn vor? Irgendwie, also... Aber wir klicken einfach mal und dann... Er sagt, dass niemand die Wahrheit erfahren wird. Genauso funktioniert es immer. Ja, okay. Also ich kenne die Wahrheit oder wir kennen die Wahrheit. Achso, Anmerkung der Simonschen Redaktion. Man kann natürlich die ganzen Leute vorher einfrieren oder so, dann die DNA nehmen und dann wissen die nichts.
wenn du die wieder auftaust und dann hochsteckst. Weißt du, was ich meine? Nee. Na gut, egal. Also, wir kennen die Wahrheit, sagen wir jetzt, oder? Ja. Okay. Ohne jegliche Beweise. Mhm. Mein Bruder Curry, er wurde verletzt, er geht zu Boden. Aha. Schreit mich an, ich soll fliehen. Was soll ich jetzt tun? Die Situation hier, das Chaos, wird sich beruhigen. Was? Das Chaos wird sich beruhigen? Ja, wenn alle tot sind. Und was bedeutet das, können wir jetzt fragen, oder? Ich weiß, was zu tun ist. Ja, wir wissen auch, was zu tun ist, wir oder? Wir wissen, was zu tun ist. Nimm die Hände in die Hand. Nimm die Beine in die Hand. Also sich selbst einen High-Five geben. Sich selbst grüßen, ja. Nimm das bitte nicht auf die leichte Schulter. Was? Er will da stehen bleiben oder was? Und wenn wir sagen, ich denke, diese Entscheidung ist ausschlaggebend. Ja, glaube ich auch. Ja, wenn ich auch. Nichts unternehme, werden Sie damit durchkommen. Was? Ach so. Sie. Also wir wissen noch nicht, wer so genau sie Na, ist. Na halt das Militär halt. Gut, das weißt du nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt nicht fliehe, werde ich es hier nicht lebendig rausschaffen. Genau. Hä? Genau. Ja eben. Es macht dann alles auch keinen fucking Sinn. Fucking Beweise nichts, Alter. Das ist irgendwie so ein random Generator an Sätzen in dieser App. Okay. Du musst dich retten oder du musst etwas dagegen tun. Warte, hier, ich habe eine Idee, pass auf. Er kann ja auch zum Beispiel eine dieser Videokassetten nehmen, die in irgendwo hinschmeißen, wo Daten hochgeladen werden, weißt du, und sich so opfern und die Daten irgendwie raussenden und dann wird er halt getötet. Und du das meinst, ist jetzt diese Entscheidung. Flieh, überlebe, ohne die Welt wissen zu lassen, was passiert ist, oder lass die Welt wissen und stirb. Du meinst, die Cloud rettet doch nochmal das Leben der Gesellschaft? Sozusagen, ne? Ich meine nicht, dass es irgendwer interessieren wird, ob irgendwo ein kleines Kaff von irgendwelchen Viechern überrannt. Das ist natürlich ein bold Statement, ne? Die Cloud rettet die Menschheit. Naja. Hätte vor. Du müsstest das dagegen tun, kostet es, was wolle. Drei Minuten auch keiner gedacht. Also, okay. Also, das. Also, was machen wir? Also, im Prinzip ist die Frage, soll Sam leben oder nicht? Ich würde sagen, Sam hat es verdient zu sterben. Ich wollte es nicht so hart formulieren, aber ich sag mal, er hat sich jetzt nicht als... Okay, dann lass es mich anders ausdrücken. Sam hat es nicht verdient zu leben. Das ist auch ein bisschen hart ausgedrückt. Ja. Ich würde aber sagen, wenn man jetzt die Wahl hätte zwischen Leuten, Tod und Sterben, würdest du dich versterben. Die einfach, wo man den schon ansieht, dass die überleben würden, wenn es mal hart wird, dann ist Sam sicherlich nicht einer der... Ist eher im negativen Bereich. Also ich glaube, oder andersrum formuliert, er könnte wesentlich mehr Ruhm erhalten, wenn er sich jetzt opfert und dafür die Welt um Wissen bereichert. Dann würde er, glaube ich, als Held in die Geschichte eingehen. Und ansonsten stolpert er noch über irgendeine Stufe beim Rausrennen und bricht sich das Genick und dann ist er einfach nur der Depp. So. Oder um es auf süße Nintendo-Art zu sagen, Sam, du verlierst gerade dein letztes Herzchen. Aber vielleicht können wir auch beides machen. Guck mal, du musst auch das dagegen tun, kostet es, was es wolle. Können wir sagen, oh, du musst dich retten. Ja. Es impliziert ja nicht direkt, dass er unbedingt stirbt, ne? Wenn er sich clever anstellt. So, und ob wir damit durchkommen, ja, was wir jetzt machen und ob wir uns retten oder nicht, und wie das dann verläuft, das erfahren wir dann in der nächsten Episode, denn wir sind schon wieder reichlich tief in der Zeit. Stimmt, ja. Gleich ganz aus den Augen verloren. Weil es war ja auch sehr, Ding. Genau, genau das war's. So, und wir hören uns das nächste Mal wieder. Wenn ihr wieder reinschaltet. Wenn ihr wieder reinschaltet, und das hoffen wir auf jeden Fall sehr, denn es ist ja jetzt gerade schon sehr spannend. Wir müssen jetzt ja schon mal den Sam irgendwie weiter baldobern. Übrigens, wenn wir jetzt feststellen, dass das Spiel nur noch 3 Minuten weitergeht, weil Sam dann tot ist oder so. Dann ist die nächste Folge nur 3 Minuten lang, korrekt. Dann ist die nächste Folge nur 3 Minuten lang, genau. Nee, wir könnten es ja dann noch hinten dran schneiden. Also wenn ihr jetzt plötzlich dann noch irgendwas hinten dran geschnitten hört, dann ist es wohl nicht mehr ganz so lange weitergegangen mit Sammy. Oder ist es sehr glücklich ausgegangen und sehr schnell, sehr glücklich, genau. Gut, also dann vielleicht bis gleich und ansonsten bis in 2 Wochen. Ciao, ciao. Ciao.